Vorfreude auf die kommende Saison steigt mit jedem Tag. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass der Saisonstart immer konkreter wird. Seit dem Wochenende steht Borussias erster Pflichtspielgegner fest. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gastiert die Fohlenelf Anfang August beim 1. FC Kaiserslautern. Es ist das erste Pflichtspiel der beiden Traditionsteams seit fast 10 Jahren. Im Februar 2012 gewannen die Fohlen auf dem Betzenberg mit 2:1. Tobias Sippel saß damals beim FCK auf der Bank. Klar, dass er sich ganz besonders auf dieses Duell freut. Als Kaiserslautern gezogen wurde, hat man schon so ein bisschen den Gedanken gehabt, dass wir jetzt kommen. Und so wie es der Zufall wollte, ist natürlich dann auch gekommen. Für mich ein Highlight, endlich mal wieder nach Hause kommen. Ich hoffe natürlich auf eine große Kulisse, dass so viele Fans kommen können wie nur möglich, weil ich glaube, jeder vermisst es. Und so ein Flutlichtspiel am Betzenberg, es hat schon was. Und ich sag mal, dass sich an der Tatsache, dass Tobi Sippel unser Pokaltorwart ist, nichts ändert, wäre wahrscheinlich auch ein Grund von dir. Ja klar, es würde mich natürlich freuen, aber man darf nicht vergessen, letztes Jahr haben wir die Dreifachbelastung gehabt. Und da waren viele Spiele angestanden. Dieses Jahr haben wir leider nur Bundesliga und DFB-Pokal. Müssen wir mal gucken, wie der Trainer entscheidet. Aber mich persönlich würde es natürlich freuen und alles andere wird man sehen. Dass die Fohlen mit dem Kracher gegen Meister München eine Woche später in die neue Bundesliga-Saison starten, wissen wir hingegen schon etwas länger. Nun hat die Deutsche Fußballliga die ersten 6 Spieltage der Bundesliga-Saison 21/22 zeitgenau terminiert. Nach dem Duell mit dem Rekordmeister treten die Fohlen 2-mal auswärts an, bei Bayer 04 Leverkusen und beim 1. FC Union Berlin. Es folgt das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Anschließend gastiert die Mannschaft von Trainer Adi Hütter beim FC Augsburg, ehe es eine Woche später im Borussia-Park zum Topspiel gegen den BVB kommt. Bei welcher dieser Partien Breel Embolo mitwirken kann, steht derzeit leider nicht fest. Der 24-Jährige hatte sich im EM-Viertelfinale der Schweizer Nati gegen Spanien bei einem Zweikampf eine Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Gleiches gilt leider auch für unseren Neuzugang Manu Kone. Er hat sich im Training eine Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Dafür durften sich die Trainingskibitze am Borussia-Park erstmals am Anblick von Rami Benzebaini erfreuen. Der Aufgalopp des algerischen Nationalspielers fiel allerdings erwartungsgemäß ruhig aus. Wer sich selbst ein Bild vom Zustand der Fohlen machen möchte, ist in der Ferienzeit herzlich im Borussia-Park mit seinen vielen Attraktionen willkommen. Aber bitte denkt dran, euch ein kostenloses Ticket für das Training im Ticketportal zu sichern. Dort bekommt man im Übrigen auch Eintrittskarten für Borussias Testspiele. Die sind zwar nicht kostenlos, aber mit 10 € ermäßigt 5 €. Durchaus erschwinglich. Kommen wir zum E-Sport. Nach dem Ende der Virtual Bundesliga Anfang Juni ist jetzt auch für Borussias E-Sportler BMG Lefty die Saison beendet. Aufgrund seiner hervorragenden Saison, gekrönt durch den Gewinn des ersten Foot Champions Cups, war er für die FIFA Global Series European Xbox Qualifier 2021 qualifiziert. Bei dem Turnier der besten 64 europäischen Xbox-Spieler wurden 9 Tickets für den FIFA E-World Cup vergeben. Nach einem starken ersten Tag mit 4 Siegen bei nur einer Niederlage musste er sich am Folgetag dann im 3. K.O.-Spiel knapp geschlagen geben. Auch wenn es somit nicht für die WM-Teilnahme gereicht hat, ein Platz unter den Top 24 ist aller Ehren wert. Wo wir gerade digital unterwegs sind, zum Schluss noch eine Erfolgsmeldung abseits des Fußballs. Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. hat das E-Learning-Portal von Borussia mit dem Comenius Edu-Media-Siegel ausgezeichnet. Damit würdigt die Gesellschaft digitale Bildungsmedien für Beruf, Ausbildung, Schule, Kultur und Freizeit.